Welche Möglichkeiten bieten mir Masken und Rahmen bei der CW Fotobuch Gestaltung? Der Bereich Masken und Rahmen befindet sich unten links. Mit einem Klick wird er geöffnet. Oben links kann gezielt nach Inhalten gesucht werden. Öffnen Sie dazu den Auswahlbereich. Masken maskieren ein Foto, so wird also die Form verändert. Rahmen umrahmen es. Der ausgewählte Inhalt, also Maske oder Rahmen, wird mit gehaltener linker Maustaste auf das Foto gezogen. Fotos maskieren, die Form ändert sich. So kann man übrigens mit Fotos schreiben. Verwenden Sie dazu die Masken aus dem Bereich Buchstaben. Zieht man einen Rahmen aus diesem Bereich auf ein Foto, wird das Foto in den Rahmen eingesetzt. So erzielen Sie die unterschiedlichsten Effekte bei der CW Fotobuchgestaltung. Viele weitere Tipps zur Gestaltung erhalten Sie in unseren nächsten Videos.